So, guten Morgen, liebe Fahrschüler. Ich zeige euch mal im Bewegtbild, was der Dirk hier meinte gestern. Wir kommen diese Straße entlang, sieht aus wie eine Einbahnstraße, ist es aber nicht. Wir sind hier im Stadtteil Meiderich. Wie ihr seht, auf der rechten Seite ist rechts vor links. Hier müsste ich eben super langsam ranfahren, getretene Kupplung, erster Gang. Und dann schaue ich, wenn rechts nichts kommt, kann ich weiterfahren. Und dann kommen wir eben auf diese rote Ampel zu, die der Dirk meinte. Die geht gleich einfach nur aus. Und das liegt halt daran, dass da so eine kleine Querstraße ist. Ihr könnt hier rechts sehen, da ist eine Einbahnstraßenschild zu sehen. Auf der linken Seite ist ein Stoppschild. Der Verkehrsteilnehmer hat das für eine Empfehlung gehalten. Und wenn die Doppelrotampel hier ausgeht, dann wird die Ampel dahinter eben auch auf grün umspringen. Und dann können wir normal weiterfahren. Mehr ist es eigentlich nicht. Also nicht wundern, ihr braucht nicht auf den Grün warten. Das ist nur eine Behelfsampel, die einmal diese Querstraße hier gesondert absichert, damit die von der linken Seite eben entweder auch nach links weiterfahren können oder eben geradeaus. So wird jetzt hier nicht die Kreuzung blockiert und dafür ist sie da. Und wir warten jetzt einfach mal, wann sie ausgeht. Mehr ist es eigentlich nicht. Aber ja, ist nicht überall der Fall. Und so kann man was fürs Leben lernen. So, wunderbar. Ampel aus. Nächste Ampel grün. Wir fahren an der Ampel rechts weiter. Auch hier wieder schön langsam fahren. Schulterblick immer einbauen, egal ob hier Fußgänger rüberkommen oder nicht. Und dann können wir hier ganz normal wieder auf 50 beschleunigen, weil ja eben auch die 30er-Zone beendet war. Das war wahrscheinlich eher was fürs Leben. Ich denke nicht, dass die Prüfer jetzt unbedingt diese Variante ins Portfolio mit aufnehmen. Viel Spaß beim Richtigmachen!